Müde und hungrig kam Anton vom Töpferkurs nach Hause. Er schloss die Wohnungstür auf und stellte erfreut fest, dass es nach Bratkartoffeln roch. Schnell ging er in die Küche, wo sein Vater am Herd stand. Hallo, Anton. Namen, Papi. Du hast Besuch bekommen. Ich? Besuch? Ja. Sie wartet in deinem Zimmer. Sie? In meinem Zimmer? Du wirst ja ganz rot. Überhaupt nicht. Und wer ist das? Sieh doch selbst nach. Ziemlich durcheinander verließ Anton die Küche. Ein Mädchen? Bei ihm zu Hause? Abends um 7:30? Sollte er sich darüber freuen oder ärgern? Vorsichtig öffnete er seine Zimmertür und sah Anna auf seinem Bett sitzen. Man hätte sie für ein ganz normales Mädchen halten können, wäre da nicht der leichte Modergeruch und ihr schwarzer, zerschlissener Vampirumhang gewesen. Guten Abend, Anna. Anton, endlich sehen wir uns wieder. Mit einem Lächeln kam sie auf Anton zu. Wie gebannt starrte Anton auf ihren Mund. Ihre Eckzähne waren lang und spitz geworden. Sie bemerkte seinen Blick und errötete. Du brauchst keine Angst zu haben. Dir würde ich nie etwas tun. Freust du dich nicht? Freuen? Worüber? Na, dass ich jetzt ein richtiger Vampir bin. Nun kann Rüdiger nicht mehr Anna die Zahnlose zu mir sagen. Die einzige in der Familie, die sich von Milch ernährt. Ich heiße jetzt Anna die Mutige. Aber du machst dir ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Ich muss mich erst an deine Vampirzähne gewöhnen. Ja, ich auch. Alles ist plötzlich so anders geworden. Nur dich. Dich mag ich noch genauso gern wie früher. Wie bist du eigentlich hereingekommen? Na, durch die Tür. Dein Fenster war nämlich zu. Und da bin ich einfach mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren und habe bei euch geklingelt. Hattest du keine Angst vor meinen Eltern? Doch. Aber ich habe mir gesagt, Menschenmädchen können zu ihrem Freund gehen und klingeln, also muss ich das auch schaffen, wenn ich Anna die Mutige sein will. Und? Was haben meine Eltern gesagt? Deine Mutter habe ich nicht gesehen, aber dein Vater hat gegrinst und gefragt, ob ich mal wieder auf dem Weg zu einer Faschingsparty bin. Ja, habe ich gesagt. Wir feiern heute Fasching im Turnverein. Mein Vater. Na, ihr beiden. Habt ihr euch gut unterhalten? Ja, bis eben, bis du kamst. Ich muss jetzt gehen. Freundlich lächelnd verabschiedete sich Anna von Antons Vater und ging. Anton begleitete sie bis zum Fahrstuhl. Sehen wir uns morgen wieder? Ich weiß nicht. Morgen ist doch Samstag. Gehen deine Eltern nicht immer samstags aus? Ja. Na, also können wir beide doch auch etwas unternehmen. Schließlich müssen wir feiern, dass ich nicht mehr Anna die Zahnlose bin. Bevor Anton etwas erwidern konnte, verschwand Anna im Fahrstuhl. Nachdenklich ging Anton in die Wohnung zurück. Seine Eltern saßen in der Küche und aßen. Helga. Mhm? Helga, du hast wirklich etwas verpasst. So, was denn? Unser Sohn hatte Besuch. Ah, Besuch? Ja. Schade, du warst in deinem Zimmer so vertieft in die Aufsätze. Sonst hättest du Antons kleine Freundin sehen können. Antons kleine Freundin? Ich wusste gar nicht, dass er eine Freundin hat. Habe ich auch nicht. Du hättest die beiden hören müssen. Sie haben gegurrt wie die Turteltauben. Ha, ha, ha. Und wer ist dieses Mädchen? Anna. Die mit dem Vampirumhang. Anna? Dieses geisterhaft blasse Mädchen, das einmal mit seinem Bruder hier war? Die mit den wirren Haaren und den dunklen Augenrändern? Das gehört doch alles zu ihrem Vampirkostüm. Ja, mag sein. Aber diese beiden Geschwister sind nicht der richtige Umgang für Anton. Und warum nicht? Weil sie deinen Vampirtick nur noch schlimmer machen. Vampirtick? Jawohl, Vampire, wohin man guckt in deinem Zimmer. Vampirbilder an der Wand, Vampirbücher im Regal. Ach, und wenn du könntest, würdest du von morgens bis abends Vampirfilme sehen. Ja, und?
Könnten wir nicht von etwas anderem sprechen? Erzähl doch mal, wie es beim Töpfern war, Anton. Beim Töpfern? Wie soll's schon gewesen sein? Hast du keine Tonarbeiten mitgebracht? Doch. Ja und? Willst du sie uns nicht zeigen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Mutti gefallen wird. Warum sollten sie mir nicht gefallen? Ich finde alles gut, was du selbst gemacht hast. Meinst du? Anton holte die Tonfiguren aus seiner Jacke und stellte sie mitten auf den Tisch. Vampire? Genau, Vampire. Leider nur aus Ton. Am nächsten Abend brachen Antons Eltern früh auf. Sie wollten sich ein Theaterstück ansehen, Romeo und Julia. Eigentlich fand Anton seine Eltern für eine Liebesgeschichte zu alt, aber das war schließlich ihre Angelegenheit. Kurze Zeit später kam Anna. Sie brachte Anton den zweiten Vampirumhang mit. Gemeinsam flogen sie in die Nacht hinaus. Spürst du es auch? Was? Diese Stimmung. Als hätte der Mond alles verzaubert. Der Kirchturm dort. Er könnte der Turm eines Schlosses sein. Ja, und der große dicke Baum sieht aus wie ein Reiter auf einem Pferd. Nein, eher wie Tante Dorothee. Aber eigentlich stimmt das gar nicht mehr. Tante Dorothee ist nämlich viel dünner geworden. Sie muss jetzt immer teilen. Mit Olga. Wer ist Olga? Na, ihre Nichte. Aber davon will ich dir nachher erzählen, wenn wir in der Gruft sind. In der Gruft? Hast du nicht gesagt, dass wir etwas unternehmen wollen? Schon. Ich möchte dir nur vorher etwas geben. Ein Geschenk. Ein Geschenk? Es liegt in meinem Sarg. Und du sollst es da selbst abholen. Und die anderen Vampire? Sind unterwegs. Und Tante Dorothee? Ja, die auch. Sie gibt Olga im Stadtpark Unterricht. Aber das werde ich dir alles in der Gruft erzählen. Und Rüdiger, wo ist der? Rüdiger, ich bin dir wohl einerlei, hä? Natürlich nicht. Damit du es nur weißt. Rüdiger hat jetzt jemand anders. Wie meinst du das? Das wirst du gleich erfahren. Da vorne ist schon der Friedhof. Anna und Anton verlangsamten ihren Flug und landeten hinter der alten Friedhofsmauer in dem ungepflegten, verwilderten Teil des Friedhofs. Unter einer hohen Tanne befand sich das Einstiegsloch zur Gruft. In ihm verschwand Anna jetzt. Anton folgte ihr mit weichen Knien. Anna? Ja, es ist niemand hier unten. Nur wir beide. Anton seufzte erleichtert. Langsam stieg er die Treppe hinunter, die in die Gruft führte. Ein Geruch von Fäulnis und Moder kam ihm entgegen. Endlich sah er Anna. Sie saß auf ihrem Sarg und blickte ihm erwartungsvoll entgegen. Setz dich doch zu mir, hm? Gleich. Ich guck mich erst mal in der Gruft um. Ihr habt ja umgeräumt. Warum steht Rüdigers Sarg nicht bei den anderen? Hat er was angestellt? Ja, so kann man es nennen. Und was ist das da für ein komisches Gestell an der Wand? Ein Klappsarg. Ein Klappsarg? Mhm. Und wem gehört das tolle Stück? Olga. Ob ich ihn mal aufstellen darf? Nein. Aber mich interessiert, wie man das macht. Und ich interessiere dich wohl überhaupt nicht. Seit du hier bist, hast du noch nicht einmal nach dem Geschenk gefragt. Ach ja, das Geschenk. Was ist es denn? Moment. Ich muss erst den Sarg aufmachen. Da liegt es. Für dich. Widerstrebend trat Anton an den Sarg und spähte hinein. Auf dem zerschlissenen Kopfkissen entdeckte er ein kleines, in Silberpapier gewickeltes Päckchen. Anna beobachtete ihn ungeduldig. Willst du es nicht angucken? Doch. Mit zitternden Fingern löste Anton die Verpackung. Ein Schnuller kam zum Vorschein. Annas Schnuller.
Entsetzt starrte er auf das alte, abgekaute Ding. Freust du dich? Ja. Komm, ich binde ihn dir um. Nein. Gefällt er dir etwa nicht? Ich brauche ihn doch gar nicht. Soll das heißen, du willst ihn nicht haben? Ich schenke dir das Einzige, was ich besitze, und du willst es gar nicht haben. Anton stand stumm und hilflos da. Was sollte er nur tun? Allein bei dem bloßen Gedanken an den Schnuller drehte sich ihm der Magen um. Enttäuscht warf Anna den Schnuller in den Sarg zurück und klappte den Deckel zu. Los, wir fliegen zurück zu dir! Auf dem ganzen Heimweg sprach Anna kein Wort. Und als sie Antons Fenster erreicht hatten, segelte sie grußlos davon. Am nächsten Tag fühlte Anton sich sehr elend. Um nicht an Anna zu denken, las er in Romeo und Julia. Sein Vater hatte ihm nämlich verraten, dass das Stück am Ende in einer Gruft spielt. Am Abend saß Anton immer noch über das Buch gebeugt. Da klopfte es an das Fenster. Freudig sprang Anton auf und öffnete. Auf dem Fenstersims saß Anna. Du... Ich dachte... Ich sei dir böse, nicht wahr? Aber das bin ich nicht... Nicht mehr. Darf ich hereinkommen? Bitte. Meine Eltern sind spazieren gegangen. Und du? Bist du mir noch böse? Nein. Ich war natürlich sehr enttäuscht, als du den Schnuller nicht haben wolltest. Aber dann ist mir klar geworden, dass du den Schnuller im Moment noch gar nicht gebrauchen kannst. Wie meinst du das, noch nicht? Ganz einfach, weil du noch kein Vampir bist. Aber ich will kein Vampir werden. Wer weiß? Abwarten und Blut, Tee trinken. Wieso besucht Rüdiger mich eigentlich nicht mehr? Er hat sich verliebt. Verliebt? Mhm. In wen? In Olga, Fräulein von Seifenschwein. Sie ist seine große Liebe. Wohnt Olga jetzt bei euch? Ja, bedauerlicherweise. Tante Dorothee ist ihre einzige noch lebende Verwandte. Olgas Eltern sind nämlich in ihrem Schloss in Transsilvanien von Vampirjägern umgebracht worden. Transsilvanien? Mhm. Bei Graf Dracula? Im Nachbarschloss. Und wie hat sie die weite Reise gemacht? Ihr Vater sammelte begeistert Särge. Das ausgefallenste Stück seiner Sammlung war der Klappsarg. Den hat sie sich auf den Rücken gebunden und ist losgeflogen. Das muss schrecklich anstrengend gewesen sein. Ja, aber das ist noch lange kein Grund, sich so zu benehmen. Wieso? Was macht sie denn? Na, sie hält sich für etwas Besseres, weil sie in einem Schloss gewohnt hat. Dort hatten sie Bedienstete, die alles für sie erledigen mussten. Angeblich sogar die Nahrungsbeschaffung. Die Nahrungsbeschaffung? Ja, Olga kann nicht mal ein Kaninchen fangen. Jedenfalls tut sie so. Tante Dorothee versucht jetzt, ihr Unterricht im Anfliegen und Anschleichen zu geben. Aber viel Erfolg hatte sie bisher noch nicht gehabt. Olga ist einfach zu bequem und verwöhnt. Nur scheint das keiner zu bemerken. Am wenigsten Rüdiger, der ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen möchte. Hat Olga heute auch eine Übungsstunde? Ja, im Stadtpark. Oh, ich hab eine Idee. Lass uns doch zusammen hinfliegen. Dann kannst du selbst erleben. Übrigens, Rüdiger ist auch da. Rüdiger? Ja. Gibt Olga auch Unterricht? Nein. Oh, im Gegenteil. Tante Dorothee hat ihm strengstens verboten, dabei zu sein. Sonst kann sich Olga noch schlechter auf ihre Übung konzentrieren. Jetzt guckt er heimlich zu. Ja, ein Spion aus Liebe. Wie kommst du denn mit? Du hast auch noch Onkel Theodors Umhang. Komm! Anton zögerte. Aber die Aussicht, Olga bei einer ihrer Übungsstunden zu belauschen, reizte ihn sehr. Und vielleicht würde er ja auch den kleinen Vampir treffen. Also zog Anton seinen Umhang über
und sie flogen los. Nach einer Weile tauchte der Stadtpark unter ihnen auf. Anton erkannte die große Liegewiese, das Planschbecken. Aber wo waren die Vampire? Siehst du Olga und Tante Dorothee? Nein, sie lauern hinter dem Toilettenhäuschen. Wer soll denn da vorbeikommen? Na, Leute, die mal müssen. Spaziergänger, Kinder, die Laterne laufen, Sportler. Ah, siehst du, da ist schon ein Dauerläufer. Komm, wir verstecken uns in dem großen Baum dort. Damit steuerte Anna eine mächtige Eiche an. Anton flog hinterher und landete neben Anna. Gespannt beobachteten sie den Mann. Er lief um das Planschbecken herum und näherte sich dem Toilettenhäuschen. Wo ist eigentlich Rüdiger? Guck doch mal nach oben. Oh, Rüdiger, fast wäre ich vor Schreck vom Baum gefallen. Stör mich nicht, ich muss aufpassen. In fieberhafter Anspannung starrte Rüdiger auf den Mann im Trainingsanzug. Der war eben ahnungslos im Toilettenhäuschen verschwunden. Anton hielt den Atem an. Eine kleine Gestalt in einem schwarzen Umhang kam hinter dem Häuschen hervor und blickte sich zögernd um. Das musste Olga sein. Jetzt erschien der Mann wieder. Olga trat auf ihn zu, hob drohend ihre Arme, und der Mann begann zu lachen. Er lachte so laut, dass es über den ganzen Platz zu hören war. Dann drehte er sich um und lief einfach weiter, eine völlig verdutzte Olga zurücklassend. So ein Mistkerl. Hätte sich wenigstens erschrecken können. Auf diese Weise kann Olga nie Selbstvertrauen entwickeln. Hä? Selbstvertrauen? Das hat Olga mehr als genug. Du bist ja nur neidisch. Neidisch auf Olga? Nie und nimmer. Es macht mich nur so wütend, mit anzusehen, wie du dich von ihr herumkommandieren lässt. Ich? Mich kommandieren lassen? Jawohl. Du bist vor lauter Liebe blind und merkst nicht einmal, was für ein eigensüchtiges Biest deine Olga ist. Was sagst du da? Ha, du bist das Biest, du Milchgebiss, du. Anton zitterte am ganzen Körper. Dieser Lärm konnte Tante Dorothee auf keinen Fall verborgen bleiben. Und richtig, eine große, dunkle Gestalt kam vor das Toilettenhäuschen und sah zu ihnen herüber. Um Himmels Willen, Tante Dorothee! Rüdiger, versteckst du dich da im Baum? Ja, Tante Dorothee. Du bist doch nicht allein, oder? Anna ist bei mir. Ich wollte ihn davon abbringen, euch weiter nachzuspionieren. Verschwindet auf der Stelle! Lass mich nicht im Stich, Anna. Ich komme wieder. Dann flog sie mit Rüdiger davon und Anton blieb allein zurück. Er wagte kaum zu atmen, aus Angst, sich zu verraten. Warum nur blieb Tante Dorothee vor dem Toilettenhäuschen stehen? Ahnte sie, dass noch jemand im Baum saß? Plötzlich sah Anton drei Jugendliche auf das Häuschen zuschlendern. Ihnen hatte Tante Dorothees Interesse gegolten. Anton fiel ein Stein vom Herzen. In diesem Moment berührte jemand seine Schulter. Anton zuckte zusammen. Zu seiner großen Erleichterung war es Anna. Komm schnell, solange Tante Dorothee abgelenkt ist. Nur allzu gern verließ Anton sein Versteck und folgte ihr. Erst in sicherer Entfernung wagte er wieder zu sprechen. Die arme Olga. Mit den Typen, die gerade gekommen sind, wird sie bestimmt nicht fertig. Wie bitte? Nimmst du Olga jetzt auch schon in Schutz? Nein. Oh, genau so fing es bei Rüdiger an. Erst tat sie ihm leid und er wollte ihr nur helfen und dann zappelte er hilflos in ihrem Netz. In welchem Netz? Das sagt man so. Olga umgarnt jeden, bis er genau das tut, was sie will. Anton sah sie an und wusste nicht, was er antworten sollte. Beim Abschied versuchte er, Anna aufzumuntern. Wegen Olga brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich halte zu dir. Danke. Anna lächelte schwach und flog rasch weiter. Am nächsten Abend klopfte es aufgeregt an Antons Fenster. Erschreckt blickte Anton nach draußen und erkannte Anna und den kleinen Vampir. Anton ging zum Fenster und öffnete.
Du bist aber langsam heute. Hast du den Umhang? Guten Abend, Anton. Hallo. Und wo ist er nun? Wer? Onkel Theodors Umhang. Wir brauchen ihn für Olga. Sie hatte gestern Abend ein Missgeschick mit ihrem Umhang. Missgeschick nennst du das? Sie schwebt in Lebensgefahr. Nicht so laut. Meine Eltern sitzen im Wohnzimmer. Also, wo hast du den Umhang? Dräng Anton doch nicht zu. Er möchte bestimmt erst mal wissen, was mit Olgas Umhang passiert ist. Nicht wahr, Anton? Mhm. Meinetwegen. Der kleine Vampir setzte sich auf Antons Bett. Er sah heute noch bleicher als sonst aus. Seine Augen waren gerötet und er wirkte abgezehrt und mager. Liebe macht schön. Auf den kleinen Vampir traf dieser Spruch jedenfalls nicht zu. Und was war nun mit dem Umhang? Olga wurde von 3 brutalen Jugendlichen angegriffen. Das behauptet sie. Warst du vielleicht dabei? Nein, aber Tante Dorothee. Und die hat mir erzählt, wie es wirklich war. Na, da bin ich aber gespannt. Olga und Tante Dorothee wollten sich von hinten anschleichen. Aber Olga verpatzte alles durch ihr lautes Trampeln. Die Jugendlichen wurden misstrauisch, drehten sich um. Der eine schaltete seine Taschenlampe ein. Und Tante Dorothee und Olga mussten geblendet fliehen. Dabei blieb Olga mit ihrem Umhang in einem Dornenstrauch hängen. Papa, das war alles ganz anders, ganz anders. Das weiß ich von Olga und Olga lügt nicht. So? Ja, ohne Grund fielen die Jugendlichen über sie her. Zu dritt zerrissen ihren Umhang und zogen an ihren Haaren. Einer nahm ihr sogar die Schleife weg. Olgas Lieblingsschleife, das letzte Geschenk ihres Vaters. Ach, wie rührend. Und der Umhang? Kaputt, völlig kaputt. Oh, du übertreibst mal wieder. Er hat nur ein paar große Löcher, die man wieder stopfen kann. Ja, aber das wird dauern. Wenn ich nur stopfen könnte. Oh, ich würde mir Olgas Umhang auf die Knie legen und zärtlich den Faden durch den schwarzen Stoff ziehen. Stunde um Stunde. Vielleicht zeigt dir Tante Dorothee, wie man es macht. Dann könnt ihr einen Nähclub gründen für eure geliebte Olga. Bäh. In diesem Augenblick hörte man ein Geräusch aus dem Wohnzimmer. Anton holte den Umhang aus dem Schreibtisch, der kleine Vampir raffte ihn an sich und schon waren Anna und er verschwunden. Am Samstagnachmittag baute Anton in seinem Zimmer um. Er wollte sich abends dem Tanz der Vampire im Fernsehen ansehen. Dafür sollte sich sein Zimmer in eine Gruft verwandeln. An die Wände hängte er überlebensgroße, von ihm selbst gemalte Vampirköpfe. Die Möbel verhängte er mit schwarzem Stoff und der Schreibtisch wurde zum Sarg mit einem Pappkreuz, das Anton mit Alufolie umwickelt hatte. Bevor Antons Eltern ins Kino gingen, kamen sie in sein Zimmer und blieben wie vom Donner gerührt stehen. Oh nein, ist das scheußlich. Nicht wahr? Nur etwas passt nicht zur Gruft. Und was? Der Fernseher. Oder glaubst du, Vampire hätten Stromanschluss in ihrer Gruft? Wieso? Brauchen sie doch gar nicht. Es könnte ja ein Fernseher mit Batteriebetrieb sein. Eine köstliche Vorstellung. Vampire, die sich die Tagesschau angucken. Warum nicht? So viel Blut, wie da jeden Abend fließt? Ich weiß, warum Anton den Fernseher nicht zugedeckt hat. Wahrscheinlich gibt es wieder einen dieser fürchterlichen Gruselfilme. Stimmt. Heute läuft Tanz der Vampire. Mein Lieblingsfilm. Zu eurer Beruhigung. Er kommt um 7:45. Dann nimm dich in Acht, dass du nicht gebissen wirst. Gebissen? Von wem? Na, von den Vampiren. Anton wollte gerade den Fernseher einschalten. Da hörte er ein merkwürdiges Geräusch am Fenster. Er schob den Vorhang zur Seite und blickte in das kleine schneeweiße Gesicht eines Vampirs. Aber diesen Vampir hatte er nie zuvor gesehen. Es musste ein Vampirmädchen sein, denn es hatte eine rote Schleife im Haar. Ob das Olga war? Zögernd öffnete Anton das Fenster. Und das Vampirmädchen kletterte ins Zimmer. Bist du Anton? Ja. Ich bin Olga, Fräulein von Seifenschwein.
Und hier wohnst du also? Während sie sich neugierig umsah, musterte Anton sie. Für einen Vampir sah sie recht gut aus, mit kleinen Sommersprossen auf ihrer Stupsnase und großen blauen Augen. Olga hatte seinen Blick bemerkt. Magst du mich? Ja. Das dachte ich mir. Dein Zimmer gefällt mir. In unserer Gruft zu Hause waren die Wände auch mit Bildern behängt. Hast du die gemalt? Ja. Möchtest du mich auch malen? In meiner Heimat in Transsilvanien bin ich oft gemalt worden. Ich weiß im Moment gar nicht, wo meine Stifte sind. Aber ich kann sie suchen, wenn du willst. Nein, jetzt habe ich keine Lust mehr, gemalt zu werden. Ich gehe lieber. Warte. Ja? Wie hast du mein Fenster gefunden? Ganz einfach. Ich habe Rüdiger gebeten, es mir zu zeigen. Zuerst wollte er nicht, aber da er mir keinen Wunsch abschlagen kann, hat er es schließlich doch getan. Er hatte übrigens recht. Du bist wirklich nett. Bestimmt werden wir noch Freunde. Aber jetzt muss ich fliegen. Rüdiger wartet draußen auf mich. Sie lächelte ihm zu und stieg aufs Fensterbrett. Dort breitete sie die Arme aus und ließ sie überrascht wieder sinken. Du hier? Ja, ich bin es. Und ich habe alles gehört. Na und? Es ist ja wohl nicht verboten, Anton zu sagen, dass er nett ist. Vor allem, wenn es der Wahrheit entspricht. Und ohne Anna eines weiteren Wortes zu würdigen, flog sie davon. Wutentbrannt kam Anna ins Zimmer. Meinst du das? Geschafft? Oh, dich einzuwickeln. Und wie ich sehe, ist Olga sehr erfolgreich gewesen. Sogar dein Zimmer hast du für sie umgeräumt. Für Olga? Aber das ist doch... Du brauchst mir nichts zu erklären. Ich habe verstanden, leb wohl. Und bevor Anton etwas entgegnen konnte, war sie verschwunden. Anton stand wie versteinert. Der Abschied klang, als würden sie sich nie wiedersehen. Plötzlich hasste er den schwarzen Stoff, der überall hing, und das übrige gruselige Vampirzubehör. Wie ein Wilder machte er sich daran, alles wieder herunterzureißen. Dann schaltete er den Fernseher ein. Aber seltsam, diesmal langweilte ihn der Film. Immer wieder musste er an Anna denken. Seine schlechte Stimmung hielt auch am nächsten Morgen noch an. Der Tanz der Vampire war wohl ein bisschen zu viel für dich, was? Du siehst noch ganz mitgenommen aus. Das stimmt. Der Tanz, den ich mit den Vampiren hatte, war wirklich zu viel für mich. Wie? Über eins freue ich mich aber. Und das wäre? Über dein Zimmer. Gott sei Dank ist diese abscheuliche Gruft wieder verschwunden. Nicht nur die Gruft. Hä? Die Woche verging, ohne dass Anton etwas von Anna und Rüdiger hörte. Und auch am Samstagabend klopfte niemand an sein Fenster. Mitten in der Nacht wurde Anton durch ein lautes Pochen an sein Fenster geweckt. Das musste Anna sein. Er sprang aus dem Bett und riss das Fenster auf. Doch es war nicht Anna. Mit verlegenem Lächeln kletterte der kleine Vampir in sein Zimmer. Rüdiger? Nette Überraschung, wie? Aber keine Sorge, du kannst gleich weiterschlafen. Wenn wir die Sache mit der transsilvanischen Nacht besprochen haben. Mit der, was? Wir wollen am Samstag ein Fest feiern. Sind deine Eltern da? Ich glaube, sie wollen ins Kino gehen. Ja, prima. Habt ihr Eier? Eier? Ja. Na, dann ist ja alles klar für Samstag. Aber ich weiß überhaupt nicht, was eine transsilvanische Nacht ist. Das wirst du früh genug erfahren. Und wo gefeiert werden soll, weiß ich auch nicht.
Wirklich nicht? Nein. Bei dir? Was? Es ist wegen Olga. Sie hat schreckliches Heimweh nach Transsilvanien. Und was hab ich damit zu tun? Olga hat erzählt, dein Zimmer sah aus wie Gruftseifenschwein. Ach ja, ich hatte es umgeräumt. Aber das war eine fürchterliche Arbeit. Für Olga kannst du es ruhig nochmal machen. Die Arme. Sie liegt jeden Abend im Sarg und weint. Na dann bis Samstag, Anton. Warte, kommt Anna auch? Ja, falls ihre Schramme bis dahin verheilt ist. Ist sie verletzt? Der letzte Besuch bei dir muss sie sehr aufgeregt haben. Jedenfalls flog sie anschließend gegen einen Ast und zog sich eine lange Schramme im Gesicht zu. Und eitel wie sie ist, will sie damit nicht unter Menschen gehen. Ach, deshalb. Anton grübelte. Vielleicht war Anna ihm gar nicht mehr böse und hat ihn nur wegen ihrer Schramme nicht besucht. Beim Mittagessen am nächsten Tag versuchte Anton herauszukriegen, was seine Mutter über Partys dachte. Übrigens, Sebastian hat am Freitag eine Party gefeiert. So. Ja, und es war ganz toll, hat er gesagt. Aha. Würdet ihr mir das auch erlauben? Um was? Eine Party zu feiern. Das muss ich mit Vati besprechen. Welche Kinder möchtest du denn einladen? Ole, Sebastian. Keine Mädchen? Doch. Anna, Olga. Olga? Den Namen habe ich noch nie gehört. Ist die neu in deiner Klasse? Ziemlich. Sie kommt aus dem Ausland. Oh. Na, wie ich dich kenne, hast du auch schon einen bestimmten Tag im Auge. Samstag, falls ihr damit einverstanden seid. Mal sehen, was Vati sagt. Vati hat sicher nichts dagegen. Und so war es auch. Er gab Anton sogar 10 Mark für Brause und Knabberzeug. Anton hatte Mühe, nicht zu lachen. Auf Knabberzeug und Brause legten die Vampire bestimmt keinen Wert. Höchstens Ole und Sebastian. Aber die wollte er überhaupt nicht einladen. Am Samstagnachmittag überlegte Anton, ob er sein Zimmer wieder in eine Gruft verwandeln sollte. Dann aber ließ er es. Anna und Rüdiger sollten nicht denken, er würde nach Olgas Pfeife tanzen. Endlich um 7:30 verabschiedeten sich Antons Eltern. Anton ging in sein Zimmer. Dort öffnete er vorsorglich das Fenster und blickte in das Gesicht des kleinen Vampirs. Grüß dich, Anton. Wie geht's? Gut. Auf zur transsilvanischen Nacht. Damit sprang Rüdiger ins Zimmer. Dann reichte er, wie aus einem Lehrgang für gutes Benehmen, Olga die Hand. Olga kletterte geziert ins Zimmer, wobei ihre große gelbe Haarschleife affig wippte. Hallo, Anton. Aber was ist denn mit deinem Zimmer passiert? Das sieht ja abscheulich aus. Findest du? Ja, wo ist der Sarg? Und wo sind die schwarzen Tücher? Uah. So eine spießige, langweilige Bude. So sehen Kinderzimmer eben aus. Überhaupt nicht. Beim letzten Mal war es ganz anders. Wie meine geliebte Gruftseifenschwein. Jetzt ist Olga wieder traurig. Und nur deinetwegen, weil du dein Zimmer nicht umgeräumt hast. Dabei hatte ich dir das ausdrücklich gesagt. Lass gefälligst Anton in Ruhe. Anna, du? Ich dachte... Ich käme nicht mehr, stimmt's? Aber ich musste kommen. Schon wegen der da. Und deine Schramme, das hat bestimmt wehgetan. Ein bisschen. Hey, was tuschelt ihr da? Komm endlich rein, Anna. Wir wollen jetzt anfangen. Hast du Musik, Anton? Ja, ich lege eine Kassette ein. Ja, nimm mal die. Was ist denn das? Hast du nichts anderes? Volksmusik zum Beispiel? Mit einer schnellen Bewegung streifte Olga ihren Umhang ab. Darunter trug sie ein Dirndlkleid. Unsere Nationaltracht aus Transsilvanien. Hübsch, nicht wahr? Eigentlich gehört noch eine Kappe dazu. Eine Kappe? Dann würde man deine Schleife nicht sehen. Und das wäre doch schade. Oh, du ärgerst dich doch nur, weil du immer in deinem schäbigen Umhang herumlaufen musst. Und weil Anton gut gekleidete Vampirmädchen lieber mag, als solche Aschenputtel wie dich. Du, Bester! Mag Vampirumhänge. Siehst du,
Tatsächlich? Ja, wenn das so ist, dann ziehe ich auch den Umhang wieder über. Im Kleid warst du aber hübscher. Du hast doch gehört, dass Anton Vampirumhänge lieber mag. Und er ist schließlich der Gastgeber. Man könnte denken, Anton sei dein Freund und nicht ich. Ist er doch auch? Da hat Anton wohl noch ein Wörtchen mitzureden. Hm? Ich finde, wir sollten mit dem Fest beginnen. Anton hat wie immer recht. Ich würde so gern tanzen. Aber bei der Musik... Stimmt. Die Musik ist abscheulich. Hast du nichts Vernünftiges? Früher mochtest du die Kassette. Du hast mir sogar gefragt, welche Gruppe das spielt. Ich? Na, wenn schon. Ich habe ihm einen besseren Musikgeschmack bekommen. Dank Olga. Hast du keine Volkslieder? Oder Marschmusik? Ich könnte mal bei meinen Eltern gucken. Oh ja. Bin gleich wieder da. Während Anton im Wohnzimmer die Schallplatten seiner Eltern durchsah, erschien Olga. Mit unverhohlener Neugier sah sie sich um. Hast du sie gefunden? Wen? Die Volksmusik. Ja, hier. Der Männergesangsverein von Totenbüttel singt volkstümliche Weisen. Deine Eltern verstehen etwas von guter Musik. Da kommt ja auch Rüdiger. Anton hat eine ganz tolle Platte. Die Toten von Männerbüttel singen Volkslieder. Es sind zwar keine Toten, aber singen können sie auch nicht viel besser. Hier habe ich noch was Besseres. Die Platte haben meine Eltern auch in Klein-Oldenbüttel gekauft. Die heiteren Dorfschwalben unter der Leitung von Ernst Albert Stöbermann. Wie heißt der Mann? Albern? Ernst Albert Stöbermann. Stöbermann? Stöbermann? Das ist doch der Dorfarzt, der mich um ein Haar... Das konnte ich nicht wissen. Nicht wissen? Du warst sogar dabei. Ja, aber ich konnte doch nicht ahnen, dass Stöbermann der Chorleiter ist. Stell die Platte weg. Mir wird schon übel, wenn ich sie nur sehe. Nein, ich will sie hören. Stöbermann hätte mich fast umgebracht. Und? Hat er es geschafft? Na also, dann brauchst du dich auch nicht aufzuregen. Anton, spiel sie für mich. Ich weiß nicht, weil Rüdiger so schlechte Erinnerungen hat. Ach, und meine Erinnerungen? Musik lenkt mich ab. Rüdiger, sei doch kein Spielverderber. Ja, wenn es sein muss. Oh, du bist ein Schatz. Spiel, Anton. Oh, zu, was sie sagt. Olgas Wunsch ist uns Befehl. Ich spiele aber nur die erste Seite. Meine Eltern haben mir nämlich verboten, im Wohnzimmer zu feiern. Auf keinen Fall dürft ihr irgendetwas verändern. Anton legte die Platte auf. Kinderstimmen sangen Sonne, Sonne, scheine. Rüdiger und Anna litten sichtlich. Nur Olga tat, als würde ihr das Lied gefallen. Danach war ein gemischter Chor zu hören. Es tanzt ein Biber, Butzemann in unserem Kreis. Rum, bitte, bumm. Ein Biber, Butzemann. Oh, wie niedlich. Komm, Rüdiger, wir tanzen. Tanzen vor den anderen? Na los. Sie fasste Rüdigers Hände und wirbelte ihn wild im Kreis herum. Während sie tanzten, sang Olga lauthals mit. Allerdings ihren eigenen Text. Es tanzt ein Viva-Vampir-Kind in unserem Kreis herum wie der Wamm. Es rüttelt sich, es schüttelt sich, es wirft den Umhang hinter sich. Aufhören, aufhören! Oh nein, jetzt geht's doch erst richtig los! Rüdiger war schon dunkelrot im Gesicht. Jetzt stieß Olga ihn so heftig, dass er gegen die Stehlampe taumelte. Die Lampe fiel um und es klirrte. Erschrocken bückten sich Anton und Anna gleichzeitig nach der Lampe. Dabei schlug Anna mit der Stirn gegen Antons Nase. Entsetzt spürte Anton, wie das Blut aus seiner Nase lief. Anna fuhr sich langsam mit der Zungenspitze über die Lippen. Doch dann wurde ihr Blick teilnahmsvoll. Hast du ein Taschentuch? Ja, hier. Danke. Anton presste das Tuch auf die Nase. Dabei spähte er zu den beiden anderen Vampiren hinüber. Olga schob Rüdiger immer noch, wie eine große Puppe, hin und her. Ach, es macht überhaupt keinen Spaß mit dir. Und die Musik ist auch lahm. Ich schalte den Plattenspieler besser aus. Wie riecht's denn hier? So süßlich. Es duftet nach Blut. Blut? Wie kommt ihr denn darauf?
Was ist mit deiner Nase? Mit meiner Nase? Ich hab Schnupfen, Heuschnupfen. So plötzlich? Ja, das machen die Blütenpollen. Die kommen angeflogen, wenn man es am wenigsten erwartet. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Du hast keinen Heuschnupfen, du hast Nasenbluten. Was du dir so ausdenkst? Anton lockerte den Druck des Taschentuchs und wartete. Das Nasenbluten hatte aufgehört. Übermütig nieste er nun, laut und kräftig, zum Beweis, dass er wirklich Heuschnupfen hatte. Entsetzt bemerkte er, wie seine Nase wieder zu bluten anfing. Hat vielleicht noch jemand ein Taschentuch? Ja, hier nimm. Da bist du wahnsinnig geworden. Das gute Blut. Kein Tropfen darf davon vergeudet werden. Ich glaube, ihr seid wahnsinnig geworden. Habt ihr denn vergessen, dass Anton unser Freund ist? Freund? Wenn es um Blut geht, hört bei mir die Freundschaft auf. Oh. Du gönnst mir wohl die kleine Erfrischung nicht was, willst alles für dich haben. Hm? Aber das werde ich verhindern. Anton gehört mir, nur mir. Mit geöffnetem Mund trat sie auf Anton zu. Doch dann blieb sie ungläubig stehen. Wo ist das Blut? Oh, es hat aufgehört zu bluten. Welches Blut? Ich hatte euch doch gesagt, dass ich Heuschnupfen habe. Mit diesen Worten ging Anton ins Badezimmer. Dort wusch er sich die verräterischen Blutspuren ab. Das Nasenbluten hatte gerade noch rechtzeitig aufgehört. Als Anton ins Wohnzimmer zurückkam, erblickte er ein fürchterliches Durcheinander. Alle Schranktüren standen offen und der Teppich war mit Konfetti übersät. Mittendrin hüpften Olga und Rüdiger auf dem Sofa herum, als wäre es ein Trampolin. Ihr habt wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Tassen? Hoch die Tassen! Meine Eltern werden mir nie mehr erlauben, eine Party zu feiern. Oh, wieso nicht? Sie haben mir verboten, im Wohnzimmer zu feiern. Und wenn sie jetzt nach Hause kommen, dann können sie doch mitfeiern. Ja, genau. Ihr seid gemein. Und wer soll das alles wieder aufräumen? Frag doch Anna, ob sie mit dir aufräumen. Anna, wo ist sie überhaupt? Wir haben sie rausgeschmissen. Genau, sie gönnte uns nicht den kleinsten Spaß. Geht weg vom Schrank, ihr dürft die Tür nicht aufmachen, nicht aufs Sofa steigen. Und da haben wir sie aus dem Zimmer geworfen. Geschieht ihr recht, jetzt verpasst sie Olgas transsilvanischen Eier und Tomatentanz. Was? Wo kommt die Schüssel mit den Eiern und Tomaten her? Seid ihr völlig übergeschnappt? Also mal hersehen. Zeigt Olga Fräulein von Seifenschwein den einmaligen, unnachahmlichen Transsilvanischen. Wer ist das? Keine Ahnung. Vielleicht Nachbarn, die sich beschweren wollen. Da sind sie. Wer? Die Vampirjäger. Aber wir brauchen doch nicht zu öffnen. Dann brechen Sie die Tür auf. Lass uns fliehen. Olga, in diesem Zustand kannst du unmöglich fliegen. Aber warte auf mich. Doch Olga war schon außer sich vor Angst davongeflogen. Anton hätte erleichtert sein können, wären da nicht schon wieder die Schläge an der Tür gewesen. Wer mochte das sein? Nachbarn? Polizei? Angstvoll schlich er zur Tür. Wer ist da? Ich bin's, Anna. Mach endlich auf. Anna, Moment. Na, hat es geklappt? Was denn? Na, der Trick, mit dem ich Olga loswerden wollte. Hast du nicht die kräftigen Schläge gehört? Das war ich. Was? Olga hat uns nämlich erzählt, dass sie nicht so fürchtet wie das Geräusch lauter Schläge gegen die Tür. Und wieso? Es muss mit den Vampirjägern zusammenhängen, die ins Schloss eindrangen und ihre Eltern... du weißt schon. Arme Olga. Ist das alles, was du zu sagen hast? Nein, danke, dass du mir geholfen hast. Ich glaube, ich sollte jetzt aufräumen. Ich mach mit. Zu zweit geht's schneller. Anton und Anna hockten auf dem Teppich und klaubten die Papierschnitzel zusammen. Plötzlich hörten sie, wie die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Das mussten Antons Eltern sein. Heute kamen sie viel früher als sonst zurück. Anna machte sich unter ihrem Vampirumhang ganz klein und auch Anton.
hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Energische Schritte näherten sich, und dann standen Antons Eltern in der Tür. Oh nein! Oh, schau dir das an! Das gibt es doch nicht. Oh. Unser schönes Wohnzimmer. So eine Unverschämtheit. Oh nein. Na, guck dir bloß den Teppich an. Ja, und die Schränke. So. Als hätten hier die Vandalen gehaust. Oh, das Sofa voller Konfetti. Oh, und die Polster sehen aus, als wäre jemand drauf rumgehockt. Und der Plattenspieler, ich wette, den haben sie auch benutzt. Oh. Hab ich recht? Ja. Der läuft ja noch. Och, das ist doch die Höhe. Wir erlauben dir, eine Party zu feiern. Wir vertrauen dir. Und du... Ja, bist du nicht bei Trost oder was ist los mit bitte dir? Bitte nicht schlagen. Bitte nicht Anton schlagen. Du? Ja, ich bin extra hier geblieben, um Anton zu helfen. Kinder zu schlagen ist gemein. Nur Schwächlinge tun das. Ja, wieso glaubst du, dass ich das wollte? Weil sie haben so grimmig geguckt. Ja, das stimmt. Wenn du dich über etwas ärgerst, siehst du manchmal furchterregend aus. Ich? Und furchterregend? Ja. Naja, jedenfalls würde ich Anton nie schlagen. Ach, ein Glück. Außerdem waren wir gerade dabei aufzuräumen. Wenn sie nicht so früh gekommen wären, hätten wir es auch geschafft. Wir sind nur deshalb so früh wiedergekommen, weil wir euch fotografieren wollten. Aber wo sind eigentlich die anderen Gäste? Die anderen Gäste? Ja, also die... Die hatten keine Lust mehr. Erst haben sie alles durcheinander gebracht und dann sind sie einfach abgehauen. Aha, immer die anderen. So, ich habe den Apparat eingestellt. Rückt mal ein bisschen zusammen, damit ich ein schönes Bild von euch machen kann. Anna stellte sich neben Anton. Der Vater drehte am Objektiv. Dann blitzte es. Anna schrie auf und schlug die Hände vors Gesicht. Was hast du? Das Licht, au, au, au. Hast du noch nie ein Blitzlicht gesehen? Blitzlicht? Oh, es war so entsetzlich hell, wie die Sonne. Ach, du magst wohl keine Sonne. Nein. Mhm. Ja, das sieht man, weil du so blass bist. Du solltest ruhig öfter mal an die Sonne gehen, dann würdest du etwas Farbe bekommen. Ich? Die Sonne? Ja. Ich muss jetzt gehen. Ich bring dich nach Hause. Das ist nicht nötig. Doch Antons Vater ließ sich nicht abhalten. Erst auf der Straße gelang es Anna, ihm zu entwischen. Währenddessen räumte Anton das Wohnzimmer auf. Und damit war er auch noch den ganzen Sonntagvormittag beschäftigt. Zum Glück regnete es an diesem Tag. Und es regnete auch noch, als Anton im Bett lag. Daher hielt er Annas Klopfen zunächst für Regentropfen. Als er seinen Irrtum bemerkte, öffnete er rasch das Fenster. Ich dachte, Vampire könnten bei Regen gar nicht fliegen. Warum nicht? Wir müssen nur unsere Gummihaut überziehen. Ich habe dir auch eine mitgebracht. Und Onkel Theodors Umhang. Für mich? Ja, heute musst du mir helfen. Olga ist gestern Nacht Hals über Kopf abgereist. Und jetzt irrt Rüdiger völlig verzweifelt auf dem Friedhof umher und will erst wieder etwas essen, wenn Olga zurückgekehrt ist. Das kann ja ganz schön gefährlich für ihn werden. Ja, deshalb musst du mit ihm reden. Und Olga ist wirklich abgereist? Mhm. Wegen gestern, weil du so laut gegen die Tür geklopft hast? Ja, aber nun komm endlich, bevor Rüdiger etwas zustößt. Rasch streifte Anna ihm den Vampirumhang und die Gummihaut über. Dann ging es hinaus in den strömenden Regen. Der dichte Regenschleier machte Anton beim Fliegen schwer zu schaffen. Fast wäre er sogar abgestürzt. Daher war er froh, als sie endlich den Friedhof erreichten. Auf einer Bank unter mehreren großen Trauerweiden entdeckten sie den kleinen Vampir. Er hatte den Kopf in den Händen vergraben und schluchzte. Hilfesuchend sah Anton zu Anna, doch der Platz, an dem sie eben noch gestanden hatte, war leer. Rüdiger, ich bin's, Anton. Was willst du? Ich wollte dir nur sagen, wir beide sind doch Freunde.
Und Freundschaft bedeutet, dass man zusammenhält. Ach, ich habe keine Freunde mehr. Ich bin allein auf der Welt. Völlig allein. Doch, du hast Freunde. Mich hast du. Und Anna. Und das ist mehr wert als so ein hochnäsiges Vampirfräulein aus Transsilvanien, das bei der ersten Gelegenheit davonrennt und dich im Stich lässt. Hochnäsig? Im Stich lassen? Du willst euch ja nur schlecht machen. Ich? Überhaupt nicht. Insgeheim war Anton froh, dass er es geschafft hatte, den kleinen Vampir aus seiner dumpfen Verzweiflung herauszureißen. Ein schimpfender, tobender Rüdiger war auf jeden Fall besser als ein tief trauriger, lebensmüder Vampir. Ihr wollt meine Freunde sein? Du und Anna, ihr seid schuld, dass Olga abgeflogen ist. Na und? Sei doch froh. Du, wenn du das noch einmal sagst, dann puste ich dir dein Lebenslicht aus. Lass mich los. Olga wollte dich sowieso verlassen. Was? Mich verlassen? Woher willst du das wissen? Weil sie es mir gesagt hat. Damals, als sie bei mir war. Sie hat gesagt, sie will einen Vetter besuchen, in Paris. Natürlich hatte Olga nichts dergleichen zu Anton gesagt. Aber vielleicht half er damit, Rüdiger schneller über seinen Liebeskummer hinwegzukommen. Ein Vetter? In Paris? Mhm. Haben die da überhaupt Friedhöfe? Na klar, sogar mit französischen Betten, Gräbern. Ja, das würde Olgas Zurückhaltung mir gegenüber erklären. Ich hatte auch schon den Verdacht, dass es da vielleicht noch einen anderen Vampir für sie gibt. Genau so ist es. Von Anfang an wollte Olga zu diesem Vetter. Nur bis Paris war ihr der Weg zu weit. Deshalb hat sie bei euch eine Zwischenstation eingelegt. Zwischenstation? Und ich habe geglaubt. Oh, danke, dass du mir das alles erzählt hast. Nun weiß ich wirklich, dass du mein Freund bist. Er seufzte schwer. Dann ging er langsam, fast wie ein Schlafwandler, davon. Bevor ihn die Dunkelheit verschluckt hatte, drehte er sich noch einmal um. Bis bald, Anton. Bis bald. Das hast du dir toll ausgedacht mit dem Vetter in Paris. Hast du etwa alles gehört? Fast alles. So laut, wie ihr gesprochen habt. Aber ich wollte gar nicht horchen. Ich war nur in der Nähe geblieben, um aufzupassen, dass euch niemand überrascht. Mir ist kalt. Ich möchte jetzt nach Hause. Ich begleite dich.